Auch Boltax und Jarlan können wieder zurück zur Rabengasse kommen, denn der Salzer, der Grollen, der Buchmacher, er mag zwar einen Stand hier haben, doch er wird nur zu richtigen Arena-Tagen anwesend sein und sonst wohl in seiner eigenen Villa in Wulfenruh sitzen. Frage: Ist morgen ein richtiger Arena-Tag? Jetzt ja. Interessant. Vielleicht brechen wir trotzdem ein, aber interessant. So kommt ihr allesamt wieder zurück und findet dort die Studierin Isarun vor. Isarul. Na? Xantilia. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe schon gedacht, ihr kommt gar nicht mehr wieder. Ich habe schon diese Akten dreimal durchgelesen. Ich habe nichts verpasst. Wo Oh, wart ihr denn doch. überhaupt? Oh Was ist Mann. denn passiert? Setzt euch erstmal hin, wir haben Tee. Hier. Aber warum habt ihr Danke. schon wieder Blut am Kragen? Wir haben gute und schlechte Nachrichten. Raus damit. Die guten überwiegen. Das ist Ja, schön. wir haben das Collier. Ich Die lege es auf Schlechten den Tisch. überwiegen, Sulamin. Und es gibt eine Paktiererin weniger auf der Welt. Das sind gute Nachrichten, in der Tat. Die Ach. schlechte Nachricht ist, ich habe mich an einer siebenschwänzigen Peitsche verletzt und irgendetwas sagt mir, dass wir in dieser Sache etwas unternehmen sollten. Ist Zulamin. eure Hand bereits schwarz geworden? Ich hebe mal die Hand. Du siehst, Zeige sie ihm. also verletzt ist es nicht, es gibt auch kein Blut, aber es sieht so ein bisschen aus wie schwarze Rosenranken, die da als Tätowierung aus der Wunde rauswachsen, in Richtung, ja, den Arm hoch. Nicht viel, Ja, aber. das sieht nicht gut aus. Ich halte meine Goldhand hoch. Es gibt da eine Möglichkeit, sowas loszuwerden. Ja, besten Dank auch. Zulamin packt mal ihren Beutel mit ihren Ritualgegenständen aus und entkorkt das Rosenöl und reibt das direkt in die Wunde. Glaubst du, ich lasse dich wirklich so einfach wieder gehen, nachdem du mir Scheißina genommen hast? Nun, viel Glück. Bisher bist du in erster Linie lästig. Was? Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Du nicht, Boltax. Stimmen. Eine Stimme. Ja, greifen und Ich. jetzt kommt hier wieder ran. Ich habe gerade rausgefunden, man darf nur sein eigenes Kamel bewegen. Tatsächlich, ich dachte, man darf nur seinen eigenen Turm bewegen, aber die Kamele sind für alle da. Ich konnte ihm Ja. wenigstens etwas beibringen. Aber das mit den Würfeln habe ich immer noch nicht verstanden. Er sagt, wir dürfen nicht würfeln. Jedenfalls, gut, dass ihr euch daraus gelöst habt, denn wir haben eine Beschäftigung für euch aufgetrieben, die passender ist. Aber da Ja, reden wir gleich drüber, ja? Wir müssen erst einmal hier. wir haben gute Nachrichten. Also, ja, wir haben einen Buchmacher kennengelernt und der hat uns einen faulen Deal vorgeschlagen und du wirst in der Arena kämpfen. Und wir werden viel Geld auf dich setzen und viel gewinnen. Verzeiht mir, wenn ich frage, ihr wolltet doch in die Kaserne und nachfragen, warum ihr gesucht werdet, nicht Ach wahr? ja, dazu mussten wir erst einmal in die Arena, weil dort der Oberst war. Naja, und dann haben wir mit dem geredet und der hat gesagt, wir sollen einen Grolm, naja, ein bisschen bearbeiten. Und dazu brauchen wir einen richtigen Arenakampf, weil der Grolm nur für die richtigen Arenakämpfe zur Arena kommt. Und das eine ist irgendwie zum anderen gekommen und alles ist wunderbar. Ha, wir dürfen einem Grolm richtig schön einschenken. Ist das nicht fantastisch? Entschuldigt, ich war kurz etwas abgelenkt. Warum kämpft Kasim in der Arena? Größtenteils zum Zwecke der Tarnung. Zum anderen, weil wir diesen faulen Handel als, naja, Handelsware im weiteren Sinne verwenden können. Ja, und weil wir sonst nicht richtig an den Golem rankommen. Wenn alles, sagen wir, nach Plan geht, werden wir uns am Ende der Sache die Stadt gerade eine Weile vom Leib halten können. Ach, darum geht es, weil sie hinter euch her waren. Nun, ich hoffe, dass wir, wenn wir den Oberst hinreichend in der Hand haben, sehr viel freier in der Stadt operieren können. Auch wenn die Sache etwas heißer wird. Aber lass uns Ja, zurückkommen zur warum steht Musik. hier eigentlich schon wieder Blut?
Wir haben eine Paktiererin umgebracht. Oh, die hab's verpasst. Sulamin, sagtest du nicht vor wenigen Augenblicken, dass es sehr unklug wäre, wenn man jetzt aufhält und Leute tötet? Das ist richtig, aber jetzt haben wir schon mal damit angefangen. Hat man euch gesehen? Abelmir, das ist ein schlechter Einfluss. Hä? Ständig sterben irgendwelche Paktierer. Ich weiß auch nicht. Dinge geschehen. Ja. Ich bin sozusagen ein Katalysator, könnte man sagen. Ja, ihr seid ein Kausalknoten, oder wie das hieß. Nur nicht ganz, aber vielen Dank für dieses Kompliment. Na, und habt ihr schon an mich gedacht im Tempel, Abelmir? Nun, es war nicht notwendig. Seid froh. Wir haben an euch gedacht, als wir verzweifelt nach dem Geheimversteck für den Schlüssel gesucht haben. Oh, wo war es denn? In einer Wandverkleidung. Das ist ein gutes Versteck für einen Schlüssel. Da wäre er normalerweise nicht. Macht schon Sinn. Aber habt ihr jetzt das Collier gefunden? In der Tat. Nun ist die Frage, übergeben wir dieses Collier diesem Meisterfälscher oder nicht? Es ist die einzige Möglichkeit, den Passierschein zu bekommen, nicht wahr? Herr Iserun hat auch etwas gekritzelt, aber das sieht nicht danach aus. Also Iserun als Alternative fällt aus. Vielleicht. Ich weiß es nicht, aber nur in den Raum gestellt, können wir vielleicht einen Passierschein aus dem Oberst der Stadtwache herauskitzeln, wenn wir uns geschickt anstellen. Aber ich weiß nicht, ob der die Befähigung hat, so etwas auszustellen. Vermutlich nicht. Ich denke auch nicht, dass er Befugnis im Goldenen Haus hat. Aber vielleicht hat er persönlich einen. Nun, ich würde vorschlagen, wir nutzen die Option des Meisterfälschers und nehmen uns danach seine an, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Ich weiß nicht. Ich meine, prinzipiell natürlich ist es ein rechtschaffenes Werk, aber wir ziehen sehr viel Aufmerksamkeit auf uns, wenn wir so weitermachen. Ja, wir müssen ja auch noch den Qualm, naja. Als ich hier reinkam, war ich davon überzeugt, wir könnten heute Nacht in seine Villa einbrechen und diesen Qualm einfach so lange verdreschen, bis wir die Papiere haben. Aber mir erscheint dies zu heikel und wir sollten lieber einen Handel mit ihm abschließen. Oh, frag mir gar nicht. Qualme sind sowieso nicht gut auf uns zu sprechen und wir sind nicht gut auf die Qualme zu sprechen. Werden die sicherlich, naja. Je länger wir in der Stadt sind, desto riskanter. Wir sollten das große Ganze im Auge behalten. Einen winzig kleinen Gräum aus dem Weg zu schaffen, könnte mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen, als notwendig ist. Und ich wäre lieber frei, um nachdem wir den Krug besorgt zu haben, noch die Werft anzugehen. Dies wird für alle Beteiligten wichtiger sein. Besser. Einen Dämonenarch aus der Welt zu nehmen, ist sehr viel mehr wert als einen einzelnen Gräum. Wir sollten jetzt nicht von dem bereits gefassten Plan abweichen. Ich denke, er ist relativ solide. Nun, dann übergeben wir dieses Artefakt also einem Fälscher. Und heute noch? Heute doch nicht mehr, oder? Es ist doch schon dunkel. Warum kümmert ihr euch nicht morgen darum, während wir in der Arena sind? Vielleicht könnten wir auch in der Anwesenheit dieses Paktierers oder Fälschers sein. Wir könnten das Artefakt läutern. Wollt ihr denn? Was das Läutern angeht, Sherizef, ich weiß nicht, ob euer Öl da irgendetwas bringt, aber ich denke, wir sollten nicht zu lange warten. Ich würde gerne einen Exorzismus durchführen. Ich bin leidlich begabt, was Juwelen und derleitigen angeht. Und kann mir gerne das Collier einmal anschauen. Nicht berühren, ganz klar, aber ich weiß ja nicht wie. Antilia, euer Exorzismus. Ihr wollt einen Exorzismus an mir durchführen, sicherheitshalber. Mhm. Einerseits, ja, vielleicht, wenn man das früh genug tut, können die Effekte des Artefaktes reversiert werden. Ich denke, ich wäre euch dafür sehr dankbar. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, aber ich glaube, ich würde mich wohler fühlen, wenn ihr es tut. Meiner Meinung nach müsstet ihr schnellstens in den nächsten Freiheitstempel, aber wir haben nun mal keinen. Dieser Rund, seid ihr sicher, dass das klappen kann? Nun, wenn wir länger warten, dann mit Sicherheit nicht mehr. Wir müssen einschreiten, bevor was auch immer da aus diesem Collier geflossen ist, sich mit der Essenz
unsere Gefährtin verbindet. Oh, es ist nicht das Collier. Es war eine Peitsche, eine siebenschwänzige. Oh, Habt ihr die mitgebracht? Nein. Aus welchem Material war sie? Das, was mich gestochen hat, war ein Rosendorn. Gib mir einige Stunden zur Vorbereitung. Habt ihr sie wenigstens aus guten Gründen angefasst? Ja, ich denke, es wäre sonst sehr schwierig für uns geworden, das Gebäude zu verlassen. Nun gut. Dann zeig doch mal das Collier her. Ja, aber mach es nicht kaputt. Ich glaube, er will es nur haben wegen seiner dämonischen Energie. Ja, ich wollte es ja nicht kaputt machen. Ich wollte mir nur einmal anschauen, wie die Juwelen angeordnet sind und ob man vielleicht etwas daraus schließen kann. Dann sollten wir es vielleicht... Es liegt auf dem Tisch, aber es ist noch eingeschlagen. Ah. Dann sollten wir es vielleicht vorher nicht entzaubern, oder? Ja, wenn wir ihn eh umbringen, dann ist ja egal, oder? Ich dachte, wir hatten uns darauf geeinigt, dies nicht tun zu wollen. Ja, aber wenn Abel mir dahin geht, wissen wir beide, dass er wiederkommt, wieder voller Blut ist und dann sagt, Dinge passieren. Vielleicht wird er diesmal in der Lage sein, dies nicht zu tun. Nicht, dass man das euch vorwerfen kann, wahrhaftig. Aber wir sind an einige Bedingungen gebunden, was unseren Aufenthalt hier angeht. Und wenn wir auffliegen, schadet unser eigentlicher eigentliches Vorhaben. In der Tat, ich hatte auch nicht vor, ihn sogleich zu bohren, zu schicken oder dahin, wo der hingehört, aber ich sagte danach, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Gut. Aber das hat Zeit. Dann schauen wir uns das Ding, wegen dem wir so viel Ärger auf uns genommen haben, doch einmal an. Ja, und ich würde das Collier vorsichtig... Also nicht berühren, sondern nur das Tuch vorsichtig auseinanderschlagen, sodass ich mir das Collier selbst betrachten kann. Ja, herausragend gearbeitet, würdest du sagen. Du weißt nicht, wo die Edelsteine herkommen. Sie sehen sehr chaotisch darin aus, aber an sich ist es ein sehr hübsches Ding. Okay, ich würde mal gerne irgendeine Lupe oder was ähnliches zur Verfügung steht. Aber irgendwas werden sie sicherlich hier haben, die Alanfana, und würde gerne mal eine Steinschneider-Juwelierprobe drauf würfeln. Um eventuell noch etwas mehr herauszufinden. Ja, naja. Immerhin bestanden. Ja, du würdest fast sagen, dass die Art und Weise also sie sind chaotisch angeordnet und ja, Diamanten, Edelsteine. Du würdest fast sagen, dass die Steine sind auch, gerade für Satuaria würde man sie sehr gerne benutzen als Opfergabe. Oder vielleicht Hexenmagie, die darin wirkt. Aber das müsste dann ein Odem zeigen. Oder ein Analys. Na dann, würde ich direkt mal hinterher noch ein Odem machen. Mit Zeit habe ich vergessen anzusagen, deshalb lasse ich mir keine Zeit. Kurz ein Analyse hinterher? Erstmal nur ein Odem. Also es ist magisch, wenig Magie, was darin ist. Was, wie viele Sternchen? 8. Ja. Und die magische Kraft wirkt in dem Schmuckgeflecht und ist dämonisch verzerrt. Magische Kraft im Schmuckgeflecht, vermutlich dämonisch verzerrt. Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Nun, sie deutete an, dass es ein spezieller bombardianischer Zauber wäre, der die Ängste der Zielperson verstärkt. Aha. Und ihre schlechten Eigenschaften, Brünstigkeit und dergleichen. Das sollte ich mir vielleicht einmal notieren. Ich glaube, wenn da noch jemanden, der sich mit so etwas auskennt. Nur falls uns dieses Collier doch durch die Lappen rennt, wer weiß, was dieser Fälscher damit macht, sollten wir alles Mögliche und Wichtige aufzeichnen. Naja.
Ich bin jetzt nicht so gut im Abpausen. Könnte vielleicht einer von euch das Geflecht malen? Also. Nun, dann Bescheid einmal. Seht ihr hier diese beiden chaotisch zueinander angeordneten Diamanten? In diesem hier und zwischen diesem und diesem in der Fassung selbst liegt ein Knoten, der sich in verschiedene Bereiche hinausspinnt. Und hier um dieses dünne Geflecht herum, genau um diesen Draht, richtig, dort eine dünne, fast, ja noch etwas dünner, eine wirklich hauchdünne Linie. Ja, ja, genau so. So in etwa? Oh ja, das ist viel besser, als ich das hätte machen können. Aber mir, ihr seid ja... Ein Künstler, in der Tat. Ja, habt ihr bei Eldan Gor was gelernt? Nun, ich neige mehr zur technischen Zeichnung, aber nun ja, etwas Kreativität kann hin und wieder nicht schaden. Auch wenn Boltax dir das Ganze nur beschrieben hat, aber allein durch deine Zeichnung wird euch klar, dass die magische Kraft wohl ein feines, punktuelles Gespinst ist und die Flussrichtung ist wohl nach innen gerichtet, in die Brust des Trägers hinein, sollte man das dann umgelegt und aktiviert haben. Das wird aber aus deiner technischen Zeichnung klar, nicht aus dem Beschreibsel, was Boltax da eben von sich gegeben hat. Nun, wie wir vermutet hatten, eine zielgerichtete Wirkung auf den Träger. Vermutlich der negativen Art. Ich frage mich, wozu der Träger dieses wohl freiwillig umlegen sollte. Oder unfreiwillig? Naja, vermutlich wird er das folgendermaßen laufen. Da steht so jemand wie Zulamin vor dir und spielt dir an deinem Nacken rum und auf einmal hast du das Ding um. Nun, dann wäre die Frage, was nützt dem Bezauberer diese Fähigkeit? Nun, es hat eine enthemmende Wirkung in gewisser Hinsicht und führt den Träger direkt in die Arme der Widersacherin. Ah, interessant. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Nein, aber ich habe von anderen Artefakten mit vergleichbarer Wirkung gehört. Nun, dann würde ich vorschlagen, dass wir dieses Artefakt nicht dem Fälscher übergeben oder zumindest ihn daran hindern, es zu benutzen. Und sind wir uns denn überhaupt sicher, ob er es benutzen oder überhaupt haben will? Ich dachte, er würde es nur fälschen und das Echte dann zurückgeben. Das sagt er uns. Aber er ist ein Fälscher, ein Täuscher. Nun ja, aber ihr seid doch ebenso magisch begabt. Ihr könnt herausfinden, welches das Echte und welches die Fälschung ist. Er würde aber mir zaubern hören, aber nicht. Hinterher, dachte ich. Nun, ich denke, wenn er nun einer gewissen erzdämonischen Wesenheit hörig ist, dieser Zauber kann, nun ja, dupliziert werden oder verfälscht werden, sodass wir glauben, das echte Artefakt zu besitzen. Ich könnte mich täuschen, aber ich glaube, ihm geht es weniger um die Wirkung des Artefaktes. Er schien sich als Künstler zu verstehen, auf eine perverse Art und Weise. Ich glaube nicht, dass es ihm darum geht, das Collier zu nutzen. Aber ich stimme euch vollkommen zu, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass wir feststellen können, welches der beiden Objekte wir nun mitnehmen. Nun, ich bin trotzdem dafür, dass wir ihn am Leben lassen. Wir können nicht noch ein Blutbad in der Stadt riskieren. Aber wir könnten Collier doch markieren. Dann fälscht er die Markierung mit. Nicht, wenn er sie nicht mitfälschen kann. Was habt ihr vor? Naja, wir haben doch noch das, was ihr wohlweislich mitgenommen habt, bevor wir eine besagte Leiche in einem Säurefass entsorgt haben. So etwas ist nicht so einfach zu fälschen. Kann ich folgen? Ich kann euch ebenfalls nicht folgen. Vielleicht sollt ihr etwas ausführlicher werden. Ein Tropfen Blut auf dem Collier. Von jemandem. Ihr wollt einen Blutstropfen auf ein Artefakt werfen? Nun ja, welches Blut denn?
Welches haben wir zur Verfügung? Nicht unseres, selbstverständlich. Das Priors. Genau. Nun, ich denke nicht, dass wir Blut auf ein verfluchtes Artefakt legen sollten. Egal, ob das Ziel nun Nutznießer sein kann oder nicht. Die Blutmagie ist sehr gefährlich. Ihr solltet sehr vorsichtig sein mit solchen Sachen. Ich will es doch nicht damit verzaubern, sondern markieren. Ja, aber warum markiert ihr dann nicht einfach die Fälschung auch mit einem Blutstropfen? Aber das Blut ist doch nachzuverfolgen. Ja, und wie? Ja, auf magische Art und Weise. Also, wenn das Blut da ist, und ja. Ich lege jetzt mein Blut daneben, dann würdet ihr das merken. Ja, also wenn es Rafims Blut ist, und das von, sagen wir mal, Abelmir, dann könnte ich das unterscheiden. Denn, was ist in Abelmirs Blut, was in Rafims Blut nicht ist? Nun, das würde jetzt zu weit führen, aber ich halte es trotzdem nicht für einen guten Vorschlag, mit Blut zu hantieren bei solchen dämonischen Machwerk. Ja, wir brauchen diesen Schein. Dieser Mann gibt uns den Schein. Wir geben ihm das blöde Artefakt, kümmern uns um das goldene Haus. Wenn wir Zeit haben, bringen wir ihn um. Wenn nicht, dann nicht. Ich stimme zu. Das erscheint mir das Beste. Also gut, dann, Signore, Signorina, dann ab in die Feier, sagt man so? In die Haia. In die Haia, ah. Komm, du, Rafim, heute Abend wird nicht mehr gesoffen, du hast morgen einen Kampf. Eigentlich. Aber warum denn jetzt auf einmal mit Traditionen brechen, sonst trinke ich doch auch immer. Und gewöhn dich dran, du bist der schwarze Schlechter von Pavi. Der blutige Schlechter von Pavi. Also ich bin jetzt schon relativ dunkel, aber es gibt schon einige Otolus, die sind schon eher schwarz. Ja. Sprich einfach gar nicht. Ja, oh, das kann ich. Ich denke, Xantilia und ich haben noch ein bis zwei Sachen vor heute. Mhm. Wir sollten passende Antidonarien besorgen. Vielleicht können uns unsere Gastgeber dabei helfen. Was braucht ihr denn? Ich könnte geweihte Rosenblätter anbieten. Rosenöl. Amethyst. Ja, sehr gut. Amethyst, sehr gut. Wein könnte uns mit Sicherheit gebracht werden. Wie wäre es mit einem Gegenstand aus Rosenholz? Oder ein paar Granatäpfeln? Ich hätte noch etwas Bandstaub anzubieten. Nein. Und mit Bandstaub könnten wir euch auch. Das Gute in aber, denen ist, aber, dass man quasi alles bekommen kann, Selbst wenn wir es nicht hier haben, aber auf dem Markt wird man etwas finden, ne? Richtig. Aber es ist teuer. Es wird alles eingeschifft. Nun jedenfalls, ich werde für euch beten, was auch immer das in dieser verfluchten Stadt bringt. Ihr könnt auch im Travia-Tempel fragen. Vielleicht hat die was für euch. Vielleicht. Ich denke, ich werde erst einmal Pinaro, so hieß er, nicht wahr? Ist der Wachhabende vorne am Tor. Gut, also wir schreiben dann eine Liste, nicht wahr, Chirises? Ja. Ist das in Ordnung, wenn ich mich zum Beten zurückziehe, während ihr euch um die Donaria kümmert? Gewiss doch. Falls ihr irgendwelche Sachen schon habt, könnt ihr die schon einmal hier herauslegen. Shin, du hast nicht zufällig einen Rosenquarz oder einen Granat? Oh, da müsste ich einmal gucken, aber ich habe eine Menge Halbedelsteine. Wartet einmal. Ist schon dreimal in die Kiste. Vielleicht ist da etwas dabei. Ob dann liegt derweil Rafi meine Hand auf die Schulter und führt ihn dann so ein bisschen weg in Richtung der Schlafquartiere, beziehungsweise da, wo es noch mehr Bier gibt. Ist es morgen okay, wenn ich auf Elmar Sakario wette? Er ist wirklich gut. Ja. Ihr könnt ja wetten, auf wen ihr wollt. Könnt ihr den Mann mal beschreiben? Elmar Sakario? Ja. Er ist Kämpfer aus Alanfa. Gute Schau. Er macht gerne Feuerspucken und tanzt um die Gegner rum. Er ist wirklich gut.
Einmal habe ich gesehen, wie er auf einem Seil getanzt ist und auf einem Seil kämpfend gegen einen anderen gekämpft hat. Ja, wie lange ist der schon hier? Ich glaube, 2 Jahre. Wisst ihr, wie er in Alanfa hieß? Nee. Hm. Ja, das von euch? Was? Ja, mal schauen. Ich würde mal versuchen, mich zu erinnern. Ich war ja selbst auch mal in der Arena, ob ich ihn schon mal gesehen habe. Jemand, der so gut ist, dass er glauben könnte, der könnte mich besiegen. Er hat einmal mit verbundenen Augen gekämpft. Mit Feuerschwertern, das war grandios. Und so geht Yalan, Rafim und Uktan weiter, um noch ein paar Bier zu heben. Iserun kann derweil 2 Stunden lang auf dem Markt in Dunkelheit einige Donarier beschaffen und viele Edelsteine, viele Dukaten später, habt ihr die benötigten Materialien bei euch in der Rabengasse. Gut. Hat sich derweil den geweihten Stutenring über den Finger gestreift, wo sie sich gestochen hat und hat sich zum Beten, ich denke schon, in das Zimmer zurückgezogen, wo wir dann auch den Exorzismus machen wollen. Es war ein anstrengender Tag. Wärt ihr vielleicht damit einverstanden, wenn wir das beim ersten Morgenlicht durchführen? Ich glaube, das wäre angebrachter. Wenn ihr das für eure Konzentration braucht, dann selbstverständlich, legt euch schlafen. Es wäre mir lieber, ja. So könnte ich auf Nummer sicher gehen. Ich werde wach bleiben und beten. Gewiss. Ich werde auch die Götter um Beistand für euch bitten. Serun kann sich hinlegen, spürst immer noch die tonnenschwere Last der Hand, die dich zerquetscht hat, und auch immer dieses ekelhafte Flirren der Krankheit, worauf immer du dich damit infiziert hast. Diese merkwürdigen Dinge, die um dich herum fliegen und flattern, Punkte, Glühwürmchen. Währenddessen ist Zulamin am Beten, mit sich selbst, mit Raya und mit einem widerlichen Schatten, der sich in deinen Verstand geschoben hat.